Hallo Leute, so, aufgrund der Corona-Situation habe ich jetzt gerade mehr Zeit zum Streamen. Immer so nachmittags irgendwann fange ich dann an. Und habe mir gedacht, spielen wir doch mal Stellaris in das schöne neue Federation. Bin ich mal gespannt. Ich habe schon mal ein bisschen reingeschaut, ein bisschen angespielt. Habe mir ein paar Nationen erstellt von diversen YouTubern quasi. Und Twitchern. Ich habe mir selber auch mal eine schöne gemacht. Die können wir mal durchgehen. So habe ich die Lituiden genommen. Die mag ich ganz gern. Die haben schöne Sachen. Wir sind die Groll. Ach so, ebenso mal noch. Das Prefix ändern. Machen wir CC draus. Und CCS? CCS. Groll Collation Ship. Quasi. So, ich habe mal fleißig genommen, weil wir brauchen viel Mineralien auf jeden Fall. Da brauchen wir einiges. Dann Sesshaftzimmer. Steine, ne? Klar. Ein bisschen stark. Weil Steine sind da stabil, das passt schon. So, hier nehmen wir Gefrorenes. Aber wir haben eine Ringwelt, weil ich das hier genommen habe. Zerbrochener Ring, das sind diese neuen Ursprungsmechaniken. Da gibt es unzählige hier. Vom ganz normalen Vereinigte Regierung auf dem Planeten. Haben wir hier Mechaniker, die fangen mit Robotern an. Hier haben wir die synkretische Evolution mit einer zweiten Spezies. Das ist dieses, was man vorher auswählen konnte bei Eigenschaften war das, genau. Diese drei Sachen, also die zwei zumindest. Und postkalyptisch war genau das gleiche. Fängt man quasi auf einer toten Welt an. Hier gibt es jetzt das neue Überlebende. Fängst du auf dem Relikt an. Auf einer Reliktwelt. Auch sehr schön. Das hier ist auch sehr interessant. Fängst du auf der Gaia-Welt an. Hier fängt man auf einem zerbrochenen Ring an. Den man irgendwie bekommen hat mal. Hier hat man ein Habitat, fängt man damit an. Drei Stück fängt man da an. Das hier ist auch ganz neu. Da fängt man als Vasall von einem gefallenen Reich an. Das ist sehr interessant auf jeden Fall. Vielleicht machen wir auch das, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Hier hat man einen Sternenturm, Heimatsystem. Auch nett. Baum des Lebens. Das geht leider nur als Schwarmbewusstsein. Da kriegt man so einen Baum, wo man dann Boni kriegt. Diesen Baum des Lebens konnte man auch immer finden. Der ist jetzt anscheinend dann auf dem Planeten. Muss man mal gucken, ob man da wieder einen finden. Hier haben wir auf den Schultern von Giganten. Man beginnt mit einer archäologischen Ausgrabungsstätte. Die von den mysteriösen Wohltätern offenbar hinterlassen wurden. Das ist auch sehr interessant, was das ist. Das hier ist auch nett für die Lituiden. Da ist man quasi auf dem Planeten mit einem Kometen gelandet oder eingeschlagen. Hast du dann einen Krater, der minus 50 Bewohnbarkeit macht. Also sind diese ganzen Planeten dann quasi ungeeignet für andere Spezies, die keine Lituiden sind. Und du kannst spezielle Kolonieschiffe bauen, die nur 500 Mineralien kosten. Die schlagen dann quasi auf der neuen Kolonie ein. Auch sehr interessant. Gebündelte Ressourcen für Maschinenwelten. Fängt mal mit der Maschinenwelt an. Gemeinsame Interessen. Beginnt als Anführer einer Föderation des Typs Galaktische Union mit zwei weiteren Mitgliedern. Das ist sehr interessant. Da fängt man direkt mal als Föderation an, wenn man das möchte. Hegemon. Diese Zivilisation stellt frühzeitig Kontakt zu ihren unbekannten außerirdischen Nachbarn her. Über einen Zeitraum von einem Jahrhundert leitete sie schließlich die Erstehung der Interstellaren Union ein und die eine dominierende Rolle spielen würde. Das ist quasi auch so eine Föderation, nur mit dem Typ Hegemonie. Da hat man quasi die Mitglieder als so eine Art Vasallen, kann man sagen.
auch sehr interessant. Apokalypse. Das ist ein herausfordernder Ursprung, ja. Weil die Heimatwelt in 64 Jahren zerstört wird, nämlich. Also muss man da schnell expandieren, damit man seinen einzigen Planeten verliert und dann quasi das Spiel schon wieder zu Ende ist. Was hier noch sehr interessant ist, du hast keine garantierten bewohnbaren Welten in der Nähe. Das ist nicht nett. Also musst du echt suchen. Wertvolle Ressourcen aus dem Mantel des explodierenden Planeten fördern Produktion an der Oberfläche. Oh, hat man da mehr Produktion quasi. Mit der Zeit wird es immer mehr dann. Und hier fängt man quasi als eine verlorene Kolonie an von einem Zweiten Reich. Ihre Spezies entsteht in der Galaxie. Auch sehr interessant. Aber was mich mal reizen würde, wäre die Sprösslinge. Dass man als Vasall von einem gefallenen Reich startet. Das ist sehr interessant. Machen wir das mal. Ich habe Schattenrand genommen. Bergbaugilden für mehr Mineralienproduktion. Wir sind eine Oligarchie mit fanatisch-materialistisch und egalitär. Das heißt, alle 20 Jahre wird der Herrscher gewechselt. Wir sind ein Vorstand. Quasi eine Fabrik. Oder eine Firma, kann man sagen, fast. Sowas in der Richtung mit Vorstand. Oh, das ganz normale Logo. Dann habe ich hier die Lituiden wieder genommen. Und das war's auch schon. Eben speichern das Ganze. Würde ich mal sagen, fangen wir an. Hm? So, wir machen das Ganze mal auf riesig, was so groß wie es geht. Weil ich gerne mal die Performance testen würde. Ob das so alles funktioniert, wie es jetzt funktionieren soll. Wir machen maximale Reiche. Hallo Strategie-Ecke! Wir machen mal KI-Vorteile aus. Ich würde gern auf Commodore spielen, das ist schon schwer genug. Gefallene Reiche machen wir auch Maximum. Marodeur-Reiche machen wir auch alle. Primitive Stationen mache ich immer auf mal 2. Ja, das ist der neue DLC. Federations. Siegesjahr mache ich aus. Das beende dann, wie ich will. Endgame 2-4. Ja, das passt. Das lassen wir so. Das lassen wir aus. Reichspazierung mache ich Zufall. Damit die nicht alle aufeinander hocken. Aggressivität normal. Fortschrittliche Nachbarn aus. Und den Rest lassen wir an. Reisende lassen wir an. Und Iron Man. Jetzt bin ich mal gespannt auf den neuen Ursprung, die es jetzt gibt. Denn wir starten als ein Vasall von einem gefallenen Reich. So. Sprösslinge. Bereits früh in unserer Geschichte, noch bevor wir uns technologisch entwickelt haben, stellt sich unser außerirdischer Bruttäter bei uns vor. Sie erklärten in Begriffen, die unsere verwirrten Vorfahren verstehen konnten, dass unsere Spezies vielversprechend war. Mit viel Geduld führten sie uns an einen Weg, der unserer Zivilisation helfen würde, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen wir uns von diesem Weg entfernten, korrigierten sie unseren Kurs. So werden wir ein Elternteil und bald darauf hatte unsere Wissenschaft die Elektrizität, dann die Atomkraft und dann die Raumkraft gemeistert. Und der Anleitung unserer Wurzeltäter haben wir jetzt unsere erste Hyperantriebe gebaut. Sehr schön. So, schauen wir mal raus. Oh, wir sehen die ganzen gefallenen Reiche. Das ist sehr interessant. Hier von dem sind wir bestimmt Vasall, oder? Abkömmling unter bla bla bla. Okay. Unter der Wächtermatrix, den uralten Aufsehern. Ich bin mal gespannt. Genau, wir sind untertan.
Aber die haben die Grenzen geschlossen, das ist nicht nett. Wir haben noch die heiligen Wächter, die uralten Aufseher, die engmatischen Beobachter und militante Isolationisten. Antikioni Archivis, das sind dann... Das sind ja die hier hinten. Bei dem sind wir Vasall. Na, ist ja auch geil. Na gut. Das ist ja ein bisschen weit weg. Können wir da Beziehungen verbessern? Ne, konnte man nicht. Was jetzt auch neu ist, ist das hier. Da sieht man richtig, was die von einem halten. Aha, wir haben plus 20. Aber die haben 0. Gut. Dann können wir ja direkt mal starten, würde ich sagen. Achso, schauen wir nochmal auf den Planeten. Was haben wir denn so? Ach, genau, die Lithoiden-Monolithen, da können wir neue Bewohner erstellen. Und das sind richtig viele, oder? Ne, 4 Stück, okay. Passt. Hier bauen wir noch nichts. Forschung. Ich würde tatsächlich erstmal auf die Einigkeit gehen. Oder? Obwohl, nee, gehen wir erstmal auf die Forschung. Das ist erstmal wichtiger. Forschungsschiff. So, wie schaut's denn aus? Würde ich erstmal hier runter forschen. Würde ich sagen. Können wir direkt noch eins bauen? Oder nee, warte mal noch. So, unsere Korvetten. Ja. Lassen wir da erstmal die Zeit laufen. Hallöchen. Eingehen, Übertragung, Kroll. Die erste Phase des Experiments wurde erfolgreich abgeschlossen. Wir haben euch bei der Entwicklung der ersten Hyperantriebe für eure Zivilisation geholfen. Und ihr seid jetzt bereit, zu den Sternen aufzubrechen. Seid versichert, dass wir eure Fortschritte auch nach Beginn der zweiten Phase überwachen werden. Bisher habt ihr euch als bemerkenswert geschickt erwiesen. Überhaupt nicht wie die anderen. Es wird interessant zu sehen, was ihr gegen Gelegenheit macht. Wir werden euch nicht enttäuschen. Schauen wir mal. Würde ich sagen. Aber können wir direkt mal auf sehr schnell machen. Ah, wir haben die Grenzen da. Ja, hier ist immer noch die Übersetzungsfehler, die Strings. Auf Englisch hat man das Problem, glaube ich, nicht. Welche waren das, die hier hinten, ne? Hallöchen. Wäre cool, wenn die uns Technologie geben. Das wäre toll. Müssen wir mal gucken. Fangen übrigens auf eine arktische Welt an. So, was kann man noch Schönes bauen? Momentan noch gar nichts. Ah, die Liga der Ersten haben wir schon wieder gefunden. Ich habe die auch ständig. Ist ja nervig. Kontaktbild, erste Dings. Na. Ein bisschen warten. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, interessant. Aber anscheinend gibt es ja nichts. Das ist natürlich nicht so toll. Bauen wir hier noch eine? Ah, immerhin 6-mal Energie. Machen wir gleich mal eine Sternbasis.
Das hilft, glaube ich, ganz gut. Erstmal nicht. Oh, wir haben exotische Gase entdeckt. Das ist gut. So, was bauen wir denn mal? Ich würde der Legionsregisserei anfangen. Wir könnten hier schon mal das erste Zeug wegmachen. Bewohnbare Welt, ja, gerne, her damit. Immerhin können wir uns ausbreiten als Wasser bei denen. Das ist wichtig. Ja, die sind alle auf dem ersten. Ach, ich wollte noch ein Postenschiff bauen. So, das ist ja schon mal gar nicht so übel. Gehen wir mal noch hier runter. Sichern wir uns mal aber ein paar Gebiete. Was waren das hier für welche? Die Aufseher. Ach, das waren die Maschinenwesen, genau. Oh, der erste Planet, sehr gut. Ach, Forschungsschiff ist fertig. Was haben wir denn? Wir nehmen mal den. Der geht in die Richtung. Dann gucken wir mal. Am Anfang passiert dann noch nicht so viel. Das kommt erst alles. Oh, dann haben wir die erste Tradition. Mal überlegen. Forschungsgeschwindigkeit wäre auch ganz gut am Anfang. Allerdings haben wir jetzt schon den ersten Planeten. Wäre das Kulinationsfieber natürlich ganz gut. Meisterung von System und Kulinium um 25% reduziert. Ja, das ist durchaus praktisch. Das ist nur die Forschungsgeschwindigkeit für Anomalien. Aber Entdeckung ist gar nicht mehr dabei, wie es scheint. War es nicht früher mal dabei? Nee, dann machen wir das. Erstmal die Ausbreitung. Was auch neu ist, ist bei den Erlassen. Nee. Richtlinien. Die diplomatische Haltung, die kann man nämlich jetzt ändern. Da kriegt man dann entsprechende Boni. Das Streitsüchtige. Kooperativ. Isolationistisch. Und expansionistisch, was am Anfang sehr praktisch ist. Später werden wir es dann wahrscheinlich wechseln, wenn wir dann groß genug sind. So. Der hat nichts zu tun. Gehen wir mal weiter. Schönheitssteine braucht man keine Nahrung, da braucht man nur Mineralien und Konsumgüter als Versorgung. Oh, ist das praktisch. So, da wird gebaut. Und da wird überall noch erforscht. Die haben überall Megastrukturen drin. Ich glaube, die haben Ringwelten, ne? Ja, genau. Irgendwie gibt es ja kaum Mineralien. Das ist ein bisschen Mist.
Sehr unpraktisch. Ah, hier gibt es welche. Ich glaube, ich baue mal noch ein zweites Konstruktionsschiff. Das könnte ganz praktisch sein. So. Construction complete. Kann man hier runter? Da kannst du hier hin. Da gibt es nämlich schöne Mineralien. Oh, ich sehe gerade da mal eine Ressource vergessen. Da sollten wir uns noch drum kümmern. Sehe ich auch so. So, was haben wir denn hier noch? Und das nächste, eine neue Kolonie. Die können wir hier dann gleich... Ach, dauert noch. Ein neuer Heimatplanet bauen. Na, da gab es nichts Gescheites. Die können wir mal nach außen vor lassen, oder? Ja, doch. Schauen wir erstmal weiter hinten. Ja, ja. Oh. Hallöchen. Ah, die sind auch fanatisch materialistisch. Das ist sehr gut. Können jetzt den Kriegs- und Sprösslin gegen Convert of Krumbok einsetzen. Oh, okay. Was sind das für ein... In die Herde bringen. Führt Krieg, um den Feind im Namen unseres Meisters in Gefallenreich zu zerstören. Im Falle Status Quo werden Systeme, die wir besetzt haben, als neue Vassal unseres Meisters freigegeben, wenn sie mindestens einen Planeten enthalten. Okay. Interessant. Wow. Okay, der ist neu. Sind gelehrte Erkunder. Da könnte man sogar erstmal die Beziehung verbessern. Kann man nämlich jetzt machen. Oder man kann die auch verschlechtern. Dafür hat man dann immer so einen Gesandten hier. Die steigen dann auch mit der Zeit durch Forschungen. So. Die kann man dann für 360 Tage nicht ändern. So, ich würde hier gerne mal eine Stammbasis langsam bauen. Wir haben die direkt aufgedeckt, ne? Bis der Einschlag auf der Oberfläche dieses Planeten lässt darauf schließen, dass eins Großes damit kontrolliert werden, koloniert worden ist. Oh, ich muss hier schnell zumachen. Habt ihr die Grenzen geschlossen? Nee. Wir können direkt ein Forschungsabkommen schließen. Die haben schon wieder eine überwältigende Flotte. Na ja, ja. Na, ich bin nicht unabhängig, dann kann ich keine Föderation machen. Glaube ich. Könnten direkt ein Forschungsabkommen schließen. Die haben auch einen Vorstand. Die haben ja die gleiche wie ich. Das wären optimale Partner eigentlich. Möchte ich ein Forschungsabkommen? Ja, warum nicht? Was ist das? Ich glaube, das sind die Gefallen, die es jetzt gibt. Ja, komm. Machen wir mal ein Forschungsabkommen. Gar nicht so verkehrt.
Sehr schön. Ich glaube, wir sollten jetzt mal unsere Flotte ausbauen. Dazu würde ich aber gerne noch mal das hier ändern. Speichern. Da machen wir das auch. So. Können wir die mal schnell... Weißt du nicht... Weißt du jetzt nicht, was da abgebildet werden muss? Aber okay. 1,7. Ich hab wenig. Da muss man gut aufbauen. So, der forscht noch. Wir haben jede Menge Anomalien. Yay! Kolonisieren. Na, ah, wir haben keine Dingens. Oh, hier gibt's Kristallminen. Das ist gut. Na gut, dann bau doch erstmal die anderen Sachen. Geht ja schon wieder gut los, dass sie da so eine fette Flotte haben. Oh. Hallo Kroll, es gibt da einen ziemlich exzentrischen Antigoni auf Font of Knowledge, der behauptet, das Leben auf blablabla Archivist überdrüssig, ja sogar gelangweilt zu sein. Dieses Individuum sucht eine Herausforderung, seine Worte. Eine weniger entwickelten Zivilisation der Galaxis. Nimm dieses Antigoni auf, Kroll. Ihr würdet uns damit einen Gefallen tun. Angesichts seiner Qualifikation würden euch Angesichts eurer Qualifikation würde er euch ohne Zweifel in der Führungsposition gute Dienste leisten, solange ihr sein unberechenbares und impulsives Verhalten tolerieren könnt. Ja. Danke. Ein gratis Admiral. Aha, Kosten, Unterhalt, Feuerrate, ist ein Cyborg. Her damit. Gerne doch. Ich nehme doch gerne gratis Sachen. Oh, eine archäologische Stätte, sehr schön. Was ist denn das für eine? Dafür, dass eine Technologie fortgeschrittene Serverpläne aktiv sein könnte, aber seit der ausgestorben ist. Okay. Da fehlt noch ein bisschen Einigkeit. So, was haben wir denn hier? Von den Liga-Dingens-Typen. So. Wir sind sehr knapp an Ressourcen. Das ist nicht gut. Ich hoffe, die bauen hier nicht vor mir Station. Oh, wir sind schon übers Limit. Kampagnenkosten steigen, Traditionskosten und Technologiekosten. Das ist nicht so optimal. Na komm. Achso, wegen dem Forschungsabkommen. Versklaven der Despoten. Hm. Wo denn? Hier oben? Ah, okay. Wir sehen immer gleich das, was meine Meister sehen und was ich sehe. Interessant.